Türchen da noch deaktivieren. Mit diesem Schalter ja wohl. Ich versuche da noch diese Vase drauf zu stellen. Funktioniere! Ich höre es klicken, aber nichts passiert. Nimm es runter. Nichts passiert. So, pass auf, du legst da jetzt. Ja, warum legst du da nicht einmal einen Stamm drauf? Pass auf. Klack. Nichts passiert. Du hast auch drei Stämme draufgelegt. Doof. Leg noch mal einen Stamm da drauf. Wie wär's denn damit? So, leg mal den da drauf. Was soll ich denn da drauflegen? Ich bin etwas verwirrt. Bin ich da. Etwas sehr verwirrt. Mach auf. Mach hoch die Tür. Das ist aktiviert. Das ist aktiviert. Da ist auch aktiviert. Da steht überall was drauf. Da fehlt nur noch dieser Schalter. Aber wie aktiviere ich ihn denn jetzt? Stell dich mal selber drauf. Da passiert nichts. Nichts passiert da. Nichts. Eine zerbrochene Vase. Wie sieht es denn damit aus? Macht die einen Unterschied? Ich höre es sehr wohl klicken, aber kein Effekt. Was ist denn? Upsala, nee, ich wollte ja nicht hier reden. Tut mir leid. Und das muss ja der Schalter sein, weil alle anderen Schalter sind ja aktiviert. Schalter gehe und sagen wir mal, das ist einfach runterliegen. Siehst du, da geht das Ding ziemlich wieder hoch. Also stelle ich ihn wieder drauf. Nur noch ein blaues Tor. Ich bin gerade etwas verwirrt. Und zu diesem Schalter, ich probiere jetzt aber nochmal alle aus, um sicher zu gehen. Nehmen wir die Vase runter. Davor steht, um es sehen zu können. Also war das auch korrekt. Hier die Vase auf den Schalter. Funktioniert. Klick. Und dann haben wir hier diesen Schalter. Diesen welchen. In den Eimer. Lass den Eimer da einmal kurz runternehmen. Mach mal still. So, einmal runter. Das dritte Energiefeld. Mal sehen, wo es hinfällt. Also, mein Freund, legst du den Eimer wieder da drauf. Und es bleibt als Konklusion nur übrig, dies ist der letzte Schalter, den wir aktivieren müssen. Mit irgendetwas. Was liegt denn hier noch so rum? Müssen wir da was Besonderes drauflegen? Oder irgendwas? Bin ja für irgendwas. Alles andere wäre es ja. Was habe ich denn im Inventar? Was kannst du nochmal draufknallen? Hier, einen leeren Krug. Stell den mal da drauf. Nichts passiert. Zwei Kartoffeln. Ich probiere einfach alles aus, was ich da habe. Was sieht aus mit Kartoffeln? Hier, das Buch der Makellosen 2. There we are. We can continue further down this dungeon. I wonder what's next. Ich das Buch da drauf und dann, bitteschön, knall ich halt das Buch darauf. Von hier aus. Funktioniert nur mit dem Buch, ja? Wir sollen da drauf kommen. Nun gut, weiter geht's. So, und was hast du, Hansel, vor? Prüfungsstatue. Willkommen in der Halle der Wachsamkeit, Eingeweihte. Beobachtet, seid Zeuge oder trotz den beißenden Schatten des Versagens. Ich trotze gerne beißenden Schatten, weiß aber nicht genau, was das bedeuten soll.
den beißenden Schatten trotzen, als wären es beißende Schatten, den man trotzen soll. Das wird interessant. Was ist in deinen Vasen? Ist da Vasa Kneckebrot drin? Nee, aber ein Haufen Gold. Wie gut, dass ich nachgeguckt habe. Also ich soll aufmerksam beobachten oder gegen Schatten kämpfen. Vielleicht beobachte ich erstmal aufmerksam, so als ersten Schritt. Die mich gründlich umgesehen habe, das ist ja wohl klar. Es gibt ja nur auch keine Alternative zum alles durchwühlen. Nichts, nichts, nichts. Oh, doch da, Gold. Oh, da ist ein... Was? Da ist ein Schalter? Da sind nochmal drei Schalter. This seems to be broken. Das scheint zerbrochen zu sein, ja. Und hier in Schalterhausen. Da wäre ich auch dran geschaltert. Hahaha. Ah. Oh, eine Ziertruhe. Zier dich nicht so, komm her. Eine helle Barde. Die ist in der Dunkelheit sicher praktisch. Hier ist eine Tür. Wenn ich raten sollte, dann müsste ich diese Tür wahrscheinlich mit den Schaltern unten öffnen. Und was haben wir hier? Oh, guck mal, da sind Symbole. So, so, so. Ich weiß nicht genau, was die besagen. Aber... Aber hier sind noch recht viele Vasen, die unbedingt mitgenommen werden wollen. Die sehen so mitgenommen aus. Ja, auch das scheint zerbrochen zu sein. Hier ein Relief mit, keine Ahnung, eine leuchtende Sonne oder so. Und ja, ich habe wohl gesehen, dass da eine Ratte rumläuft. So, was machen wir mit diesen Schaltern? Hat das hier irgendwas zu bedeuten? Diese drei Symbole? Dass zwei schräg und eins gerade ist? Was passiert, wenn ich hier den Schalter schaltere? Niemand weiß, was das bedeutet. Was mit dem Schalter? Must have used it correctly. Oh, was? Wie? Wo? Leidbringer des Schattens. Nein, bring mir doch kein Leid. Ich bin doch gar nicht so scharf auf Leid. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seid am Reiher. Wie ich hier am Reihern bin. Hier, pass auf, Explosionsfall, mein ungültiges Ziel. Das ist daran ungültig. So. Gar nichts ist ungültig. Ich ziele auf alles, was hier rumleucht. Fleucht. Und kreucht natürlich auch. Was haben wir noch so im Angebot? Feuerpfeil? Dampfwolken? Ah, Sperrfeuer ist auch nicht. Zu, Ziel zu weit entfernt. Dann müssen doch den Feuerpfeil. Der soll wohl treffen. Oh, wer brennt denn da? Bist du das etwa? Sturmbock. Wollen wir doch mal sehen, wer hier Leid bringt, hä? Ich bring dir Leid. In Tüten. Der müsste sich eigentlich mal selber heilen. Tut er dann nämlich auch? Weil er ein ganz cleverer Geselle ist. Und dann haben wir so Ziel zu weit entfernt. Das ist ja... Ist das ja... Geh halt näher ran. Das? Ein Schattenwanderer. Ja, holt ja auch noch Verstärkung ran. Ich bin dagegen. Du brauchst doch keine Verstärkung. Du kannst auch so verlieren. So, erstmal den Onkel Leitbringer. Nee, du sollst nicht an seinem Rücken schießen. Das könnte ungut ausgehen.
35% Treffenwahrscheinlichkeit. Warum denn nur so wenig? Hast du Eulen im Kopf oder wie? Was hast du denn noch an Pfeilen da? Hast du da noch mehr? Sag ja. Da welche Kategorie sind denn Pfeile? Ah ja, hier. Verzauberungspfeil, damit kann ich jemanden auf meine Seite ziehen. Verlangsamender Pfeil. Verlangsamender Pfeil könnte gar nicht schlecht sein. Ich tausche noch kurz aus hier gegen den. Rauchwandpfeil. Ich habe auch nur einen Verzauberungspfeil. Pass auf. Ich kann natürlich den Kollegen hier verzaubern, dann ist er auf meiner Seite. Verzaubert fehlgeschlagen. Also kann es auch kommen. So, du musst dich dringend mal eine Runde heilen. So in etwa. Und dann klopfst du dem noch wie 4 Aktionspunkte. Warum kostet das 4 Aktionspunkte? Das sollte 3 kosten. Dann Blitzi, komm. Super Leitbringer. Immun gegen Lähmen und gegen Blitze anscheinend auch. Das ist praktisch, wenn man das vorher weiß und sich darauf einstellen kann. Was bei mir offenbar nicht der Fall war. Ach, beschwört er noch einen? Ich muss den dringend ausschalten, sonst beschwört er ja noch eine ganze Horde hier. Super Leitbringer. Ah, toll. Und Anselm niedergeschlagen. Der ist immer so niedergeschlagen. Das fühlt sich wahrscheinlich nicht gut gerade. Ja, gelähmt ist er auch. Er hat Anselm sammelt Statuseffekte hier. Mit Fäulnis infiziert, immerhin Anführer in Sicht, Verbrennung, Heilung, niedergeschlagen und gelähmt. Alles zusammen in einer Person. So, das ist der verlangsamende Pfeil. Machen wir den mal langsam gleich. Oh, verletzt haben wir ihn auch. Das finde ich gut. Sehr gut finde ich das. Wie wäre es mit einer Kopfschraube, der Herr? Keine Kopfschraube. Blenden fehlgeschlagen. Du hättest ihm zumindest irgendeinen Schaden zufügen können. Auch wenn du ihn schon nicht blendest. Und überhaupt. Jetzt sterbt doch nicht alle. Geht mal ein bisschen vorsichtiger um hier. Das ist ja schlimm, ist das ja. Explosionspfeil gefällig? Ich würde sagen, ja. Ha! Der große ist weg. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Verlangsamter Pfeil? Oh, wer ist denn da verlangt? Wer ist denn da nicht verlangsamt, ist die Frage. Na gut, wenn Dinge funktionieren. Pass auf, hier, Stab des Sturms. Irgendwas muss bei dem ja mal funktionieren. Aha. Wer nimmt denn da plötzlich Schaden? So, die müsst dringend auf und aktivieren. Das ist moralisch nicht in Ordnung. Diese Wehrerei. Au. Ihr müsst gleich alle mal ein bisschen heilen. Das ist meine Devise. Ja, wirf mal einen Heil. Wenn du den Heiltrank reingibst, kannst du nicht schießen. Vielleicht schießt du erstmal. Und wenn du stirbst, dann soll es eben so sein. Da müssen wir dann alle mit leben. Ja, ja, ein Bärschläger. Jetzt geh doch mal tot. Doch, Heilo. Guck, und dann kannst du mich immer noch einen Stab des Sturms auf den da anwenden. Und das wird ihn umliegen. Ah! Einer ist noch nicht. Und der bringt an. Ihr seid am Reiher. Ja, das bin ich wohl. 9% Trefferwahrscheinlichkeit. Sag mal, warum so wenig? Das leuchtet mir nicht ein, warum du den nicht treffen willst. Nimm halt einen Krank und geh näher ran. Triffst du den auch? Hier, verlangsamender Pfeil. Verlangsamt fehlgeschlagen. Schön. Und ein Heiltrank. Anselm, unbedingt ein Heiltrank.
Okay, dann triffst du den nicht mal. Dann nimmst du noch einen Heil. Und du heilst Ansel. Der steht nämlich im Feuer. Der brennt. So, brennst du? Ja, ist die Antwort darauf. Er brennt. Was war das? Ach, er ist einfach umgekippt. Durch irgendwas. Hui. So, dann sammeln wir mal den Kram ein, der hier runtergefallen ist. Das ist immer gut. Guter, wertvoller Kram. Und dann wollt ihr auch dringend euch mal so ein bisschen heilen. Alle mal so ein bisschen umheilen. Ich sehe es euch doch wieder an. Heilmania. Und die Frage ist, habe ich durch meinen Sieg jetzt ein Tor geöffnet eigentlich? Nee, das sieht nicht so aus. Ich müsste ja immer noch weiterhin. Ein Tor öffnen. Heilt euch erstmal. Das geht vor. Ein bisschen sehr angeschlagen. Ich habe mich direkt gewundert, dass keiner von denen gestorben ist im Kampf. Das machen wir normalerweise sehr gerne und sehr intensiv das Sterben. Ich schätze, da haben wir alle Glück gehabt. Dass es nicht so weit gekommen ist. Du brauchst mal mehr als geringe Heilung, glaube ich. Starke Heilung. Muss man nach sowas Ausschau halten. Das ist aber gut, ob ich das kaufen kann. Damit wir uns schneller heilen können. Das wäre mir doch ein Anliegen. So, wer ist noch der Letzte? Ansonsten, ne, du auch noch. Auch noch nicht voll geheilt. Die Lebenspunkte mal auf maximal, dann seid ihr auch für den nächsten Kampf bereit. So, und überhaupt, was ist in diesen Vasen, die hier rumstehen? Nischt und nischt. Und in denen da? Auch mir so nischt. Ach, da unten sind auch noch. Ach, die habe ich schon geplündert. Ja. Ja, was ist denn mit diesen Schaltern? Das Tor hier oben? Das hat sich ja nicht geöffnet, oder? Nee, guck mal, da ist immer noch eine wunderschöne Tür, Stufe 20. Oder muss ich einen anderen Weg gehen? Weiterhin verschlossen. Verschließt sich mir immer noch. Ich habe hier diese drei. Ich habe das Gefühl, dass diese drei Symbole mir was sagen sollen. Und gerade. Vielleicht ist der da. Pass auf, guck mal, wenn du dir die Schalter anguckst, der erste ist ja so nach rechts gekippt. So wie hier. Guck mal, der ist auch noch rechts gekippt, der zweite auch noch rechts gekippt und der dritte muss dann gerade sein. So schätze ich das mal. Also so. Ungefähr gerade, ne? In etwa. Wollen wir das jetzt mal probieren? What was that? I think a door creaked open. Aha, da ging also eine Tür auf, als hätte ich es geahnt und alles richtig gemacht und die Tür geöffnet. Mach mal auf. Ha, siehst du, und schon können wir den Laden betreten. Was haben wir hier denn Schönes? Da jede Menge Kerzen. Ja, hat jemand sich immer einen romantischen Abend gemacht hier. Mit sehr viel Gold. Gold ist ja auch sehr romantisch. Was habt ihr sonst noch hier in der Bude? Eine. Nein, du sollst nicht. Du sollst immer noch mit der Vase reden. Die hat viel mehr zu sagen, glaube ich. Boah, 622 Gold. Wir werden reich. Reich, sag ich euch. Reich. Da ist gar nichts drin. Hier ist noch, da ist noch eine Truhe und noch mehr Vasen.
Da muss man auf der Vase sein, immer. Oder war es auf der Hut? Ich verwechsel das immer. Ein mittlerer Wasserresistenztrank. Endlich sind wir resistent gegen Wasser. Endlich können wir im Regen stehen, ohne zu sterben. Ein Schleifstein, das Werkzeug eines Kriegers. Eine Pickel. Damit wir rumpickeln können. Auf Gestein. Ah ja, hier geht's dann nicht weiter, sondern da um die Ecke. Ja. So sehe ich das.